Gallery retten. Ja, also ich bin gestern zweimal richtig überrascht worden. Das erste Mal sicherlich durch den plötzlichen Abbau weiterer Teile der Mauer. Also richtig gut geheim gehalten, die Jungs. Und das zweite Mal abends vorm Fernseher, als ich RBB Abendschau gesehen habe und auf einmal unten der Live-Ticker lief. Kompromiss gefunden, Lösung an der East Side Gallery. Und da habe ich gedacht, ich träume Teil 2 und sehe dann, wie Herr Wobereit sagt, man hat einen Kompromiss gefunden. Man wird jetzt wahrscheinlich nur an einer Stelle die Mauer einreißen und genau das gleiche bauen, was man eigentlich schon die ganze Zeit vorhat. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Profi, von dem kann man lernen. Wenn mein Sohn demnächst sagt, darf ich das noch zu Ende sehen? Und ich sage, nee, du musst jetzt ins Bett. Und er sagt, können wir da nicht einen Kompromiss finden? Dann sage ich, okay, ich mache den Fernseher aus und du gehst ins Bett. Und wenn er dann sagt, das ist auch keine Lösung, dann biete ich ihm die kleine Lösung an. Wir lassen den Fernseher an und du gehst trotzdem ins Bett. Also ich möchte ganz klar sagen, für mich sieht es so aus, dass wirklich Herr Wobereit an dieser Stelle der East Side Gallery keine besondere Bedeutung sieht. Das nehme ich daher, dass zwei, drei Tage nach der Demonstration, wo ja viele tausend Leute waren, also ich meine jetzt nicht den Spaziergang mit David Hasselhoff, sondern den Sonntag davor, dass einige meiner Freunde und ich im Abgeordnetenhaus waren und die Diskussion zu diesem Thema verfolgt haben. Alle Parteien haben einen Eilantrag gestellt und über die geplante Bebauung geredet. Und ganz am Ende habe ich Herrn Wobereit in dem Casino, das ist so die Kantine des Abgeordnetenhauses, getroffen und gesprochen. Und er sagt zu mir, also ganz ehrlich, ich finde dieses Haus reizvoll. Dann muss ich sagen, ja, das stimmt, das reizt wirklich voll. Er hat mir noch erklärt, die East Side Gallery sei eigentlich nur die Hinterlandmauer. Und das ist eigentlich ein Ort, der nicht besonders respektiert werden muss. Und wenn man den jetzt schon irgendwie original erhalten wollen würde, dann müsste man eigentlich auch die Bilder alle wieder abmachen, weil die Mauer war ja in Wirklichkeit grau. Und ich muss sagen, in diesen letzten Wochen hat mich sehr gefreut, dass die Bezirksversammeltenverordnung, also der Bezirk, geschlossen dafür plädiert hat, dass die East Side Gallery nicht bebaut wird. Und es hätte jetzt einfach der Hilfe von Herrn Wobereit bedurft, um tatsächlich jetzt aus diesem Plan eine Konsequenz zu ziehen, die nämlich heißt Ersatzgrundstück oder Entschädigung für die Investoren. Dazu hätte man diese besondere Bedeutung der East Side Gallery verstehen müssen und genau das ist nicht passiert. Ich möchte euch erstmal danken dafür, dass ihr gekommen seid. Ich möchte auch den 85.000 Leuten danken, die die Petition unterschrieben haben. Und ich möchte auch den Zehntausenden danken, die in der letzten Zeit dafür auf die Straße gegangen sind. Und ich möchte Herrn Wobereit sagen, 75% der Berliner sind gegen diese Bebauung. 80% seiner eigenen Parteigenossen sind gegen die Bebauung. Für uns ist ein Kompromiss nicht, dass die Bebauung stattfindet, sondern für uns ist ein Kompromiss, dass die East Side Gallery mit dem Todesstreifen als Mahnmal, als Erinnerungsstück erhalten bleibt. Danke. Ich möchte noch aus einem aktuellen Spiegel vorlesen. Da steht, Stadt als Beute, so heißt ein Theaterstück von René Polesch, das schon 2001 beschrieb, was mit Berlin passierte. Aber selbst Polesch hätte sich wohl nicht eine Farce ausdenken können, wie die,
die sich rund um die Eastside Gallery abspielte, wo ein Stück Mauer abgerissen werden sollte, genau dort, wo ein recht schicker Wohnturm entstehen soll und wo erst die Proteste und Demonstrationen dafür sorgten, dass der Bezirksbürgermeister von den Grünen seine Investorenfreundlichkeit revidierte. Ich habe eine Bitte. Wir alle müssen weitermachen, bis auch Herr Wowereit seine Investorenfreundlichkeit revidiert. Jo! Ja! So nicht! Wowi! Ich hoffe, dass wir jetzt noch einige Leute hören werden, die einiges zu diesem Thema zu sagen haben. Und ich möchte euch auch bitten, wenn ihr sagt, ich möchte auch was zu diesem Thema sagen, ruhig nach vorne zu kommen und das Mikro zu nehmen und eure Meinung dazu zu erzählen. Ja, freut mich, wenn ihr das tut. Hier vorne gibt es auch einen Tee auf Spendenbasis, soll ich gerade sagen. Hier ist der Hans. Vor gut zwei Wochen haben wir gemeinsam demonstriert vor der Eastside Gallery. Und es gab ein Motto, das verschiedene Referenten dort aufgegriffen haben und das skandiert wurde von der ganzen Menge der Anwesenden. Und das hieß, Wowereit das Denkmal bleibt. Jo! Und bei der Recherche in den Medien am nächsten Tag, was die Zeitung so geschrieben haben, da lese ich nicht nur in Boulevardzeitungen wie die BZ, sondern auch in Zeitungen, die immer vorgeben, seriöser zu sein als die Blogger im Internet. Und da stand auch im Tagesspiegel und da stand in der Welt, die Menge hätte skandiert, Wowereit die Mauer bleibt. Das war eine Falschinformation. Und daran sieht man, wie Politik und Interessen von Lobbyisten und die Medien zusammenwirken. Okay. Es waren so viele Journalisten da, sicher auch von diesen Zeitungen. Die wussten es besser. Und verschiedene Referenten haben genau diesen Unterschied erklärt. Es geht nicht nur um die Mauer, es geht um das Denkmal, der Streifen zwischen der Mauer und der Spree. Und heute ist ja wieder das Fernsehen hier und die können ja jetzt aufnehmen, wenn wir gemeinsam diesen Slogan bringen und dann einen Link schicken an die BZ oder den Tagesspiegel oder die Welt und sie darauf aufmerksam machen, wie das Motto heißt. Wowereit das Denkmal bleibt! 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 Die Mauer, die trennte ja einst zwei Systeme. Das sogenannte kommunistische und das sogenannte kapitalistische. Heute haben wir eine Mauer, die versteckt sich hinter Paragraphen, hinter Gesetzen. Und das ist die Mauer zwischen der Lobbykratie und der Demokratie. Verträge mit den Bürgern und Bürgerabstimmungen, Volksentscheide oder Befragungen scheinen weniger zu gelten
als irgendwelche Beziehungsgeflechte, irgendwelche Seilschaften zwischen Lobbyisten, Investoren und Politikern. Und immer heißt es, Schande! Da sind irgendwelche Verträge, oft Geheimverträge, die eingehalten werden müssen. Und es gilt, diese Mauer durchzubrechen. Die kann de Wowereit gerne abreißen, nämlich die Mauer zwischen dem Willen des Volkes und dem Willen der Lobbyisten, der Spezialinteressen. Und dafür ist es gut, auf die Straße zu gehen. Und dafür ist es gut, immer wieder aufs Neue zu erklären und zu zeigen, so wie das läuft, damit sind wir nicht einverstanden. Das ist eine Verhöhnung des Volkes, eine Verhöhnung der Demokratie. Und deshalb nicht nur an Herrn Wowereit, sondern an alle, die Verantwortung tragen für Berlin. Das ist auch die Bundesregierung, das ist auch die EU, das ist auch die UNESCO, das sind weltweite Organisationen und die alle sollen hören. Wowereit, das Denkmal bleibt! Wowereit, das Denkmal bleibt! Das war Hans Gusto.